Eine exzellente Gelegenheit, Patten zu trainieren. Hi Sven. Hi. Mein Gegner. Vor allem, wenn man eher die Bälle zu weit pattet, ist einfach auf einen schönen, glatten Teppich zu patten. So wie wir das jetzt gerade tun im Sekretariat vom Golfclub Lüttesburg. So, Sven, kannst du bitte anfangen? Ich werde gleich gegen Sven antreten. Und er muss so langsam pendeln. Ich glaube, das ist zu schnell, Sven. Sehr, sehr langsam zurück, sehr, sehr langsam durch. Und der Ball, aber wir haben vergessen zu sagen, du darfst noch einmal, Sven. Das Ziel ist das vordere linke Bein vom Stuhl. Ich darf noch mal? Ja, du darfst noch mal. Sven, bewegt den Schläger, das ist zu schnell. Es ist wirklich, wirklich schwer, auch wenn die Richtung super war. So, ich darf mal versuchen, dich zu schlagen. Entscheidend ist, wo der Ball liegen bleibt. Das war natürlich viel, viel zu doll. Der Ball muss da stoppen. So, ich habe das Gefühl, dass ich diesen Ball gar nicht getroffen habe. Und sogar der war zu weit. Aber das Gefühl nehme ich jetzt auf den Platz. Unsere Grüns hier sind super schnell. Aber glaub mir, auf schnellen Grüns zu patten, auf glatten Teppich zu patten, verbessert deinen Rhythmus. Du schlägst nicht. Und wenn du nicht schlägst, bleibt der Putter gerade. Versuch's mal.